Digitalisierung. Dieses Schlagwort ist in aller Munde. Geht es nach der heimischen Politik, so soll Österreich sogar eine führende Digitalnation in Europa werden. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und wie setzen heimische Unternehmen das Thema in der Praxis um? Der Kurier hat dazu einzelne Unternehmen besucht und einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Das Ergebnis ist eine 10-teilige Serie, in der wir die Auswirkungen der Digitalisierung beleuchten. Einer der größten österreichischen digitalen Leitbetriebe ist der Chip-Hersteller Infineon Technologies Austria in Villach. Das Unternehmen zählt 4.200 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro erzielten. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Forschung. Der Forschungsaufwand vom Umsatz beträgt 17%. Über 1.800 Mitarbeiter sind in diesem Bereich beschäftigt. Geführt wird das Unternehmen von Sabine Herletschka. Sie ist seit 2014 die Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria in Villach. Von ihr wollten wir wissen, wie oft wir Infineon in unserem Alltag begegnen. Also da zeige ich Ihnen gleich was. Das, was Sie hier sehen oder wahrscheinlich nur ganz schlecht sehen, weil es so klein ist, ist ein kleines Silizium-Mikrofon. Das Silizium-Mikrofon ist in jedem dritten Smartphone weltweit drinnen. In jedem dritten Smartphone weltweit zum Beispiel. Oder wo wir auch marktführend sind, hier, das ist auch ein ganz kleiner Chip, wird entwickelt bei unserem Forschungszentrum in Linz. Das ist ein Spin-off-Unternehmen der Kepler-Universität in Linz und ist die Intelligenz im Radar. Radar ist jetzt schon eine ganz wesentliche Technologie und ist dann eine der ganz wichtigen Technologien, um das automatisierte, schlussendlich das autonome Fahren zu ermöglichen, um mehr Sicherheit zu ermöglichen, aber auch mehr Intelligenz zum Beispiel in der Mobilität. Und Sie haben aber noch ein drittes Beispiel, wenn ich das richtig hier sehe. Ja? Ja, das ist noch ein Stromwandler für Photovoltaikelemente. Okay. Also da geht es um den anderen Schwerpunkt, den wir auch haben. Neben Mobilität und neben Sicherheit ist es die Energieeffizienz. Strom intelligent schalten und hier möglichst hohe Effizienzen zu ermöglichen. Und das ist hier mit diesem kleinen Chip möglich, wie er im Zusammenhang mit Photovoltaikelementen zum Einsatz kommt. Wenn wir einen Chip produzieren, dann hat er in einem digitalisierten Umfeld schon die Möglichkeit, dass er mit den Anlagen, mit den Gerätschaften kommuniziert, im Idealfall in Echtzeit, mit dem gesamten Produktionsprozess und dem gesamten Produktionsumfeld. Und die Automatisierung ist einfach ein automatisch im Vorfeld definierter Prozess, wo es aber diese Interaktion in Echtzeit so nicht gibt. Ich spitze jetzt journalistisch zu, der Chip weiß also selbst, wie er optimal eigentlich dann kommuniziert. Ja, genau. Genau, der hat die Intelligenz im Produktionsprozess schon so drauf und steuert zum Teil seine Produktion selber. Können Sie mir zufällig auswendig sagen, wie viele Millionen Chips Sie hier in Villach im Jahr herstellen? Rund 15 Milliarden. Im Frühjahr hat Infineon mit dem Ausbau seines Werkes begonnen. 1,6 Milliarden Euro werden dafür investiert. Das ist eines der größten Investments in Österreich seit Jahrzehnten. Verantwortlicher Projektleiter ist Andreas Wittmann. Die größte Baustelle Mitteleuropas wird 60.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassen. Das sehen Sie hier. Hier sehen Sie die Fabrik, die zukünftige Fabrik, die 120 Meter breit sein wird, 110 Meter lang sein wird und insgesamt 5 Geschosse umfasst. 35 Meter hoch. Im Vergleich dazu die Halle 16, unser jüngstes Fabriksgebäude, hat ungefähr 24 Meter. Ja. Das heißt, es wird noch mal gute 10 Meter höher sein. Ja. Ich habe gehört, Sie verarbeiten hier sehr viel Stahl, doppelt so viel wie eigentlich der Eiffelturm hat. Ja, ist das richtig? Was heißt das in Tonnen? 15.000 Tonnen. 15.000 Tonnen Stahl werden hier verarbeitet. Ja. Das Herzstück von Infineon ist der sogenannte Rheinraum. In ihm werden die Chips entwickelt und hergestellt. Bernd Steiner, Produktionsleiter bei Infineon, und Richard Lippe, verantwortlich für die Digitalisierung in der Produktion, erklären uns,
die Geheimnisse des Rennraums. Wir sind jetzt in der Umkleideschleuse. Das ist die Phase, bevor man in den Rennraum geht. Ja. Also wir werden jetzt entsprechend der Regularien oder der Vorschriften uns die Rennraumanzüge anziehen und das auch entsprechend den Vorschriften, damit wir unser Produkt vor Menschen schützen. Also es ist nicht so, dass wir uns versuchen, vor dem Rennraum zu schützen, sondern durch unsere Schutzkleidung, durch die Handschuhe, durch die Kopfbedeckung schützen wir unser Produkt vor dem Mensch. Also das heißt, vor den Partikeln, die der Mensch generiert und vor allem auch vor Natrium, was wir auf unserer Haut haben. Deswegen haben wir da sehr genaue Regularien, wie wir uns anzuziehen haben und was wir tragen. Wie sauber ist es dann da drinnen? In der Halle 16, wo wir jetzt reingehen, ist es eine Rennraumklasse 10. Das heißt, dass wir in 28 Liter Luft 10 Partikel haben. Und das ist. Das klingt für mich nach Operationssaal, aber im Raumschiff. Ja, genau. Man muss es ein bisschen unterscheiden. In einem Operationssaal ist es sehr wichtig, dass man keimfrei ist. Mhm. Und bei uns ist es aber sehr wichtig, dass wir keine Staubpartikel haben. Also es ist, man kann es nicht ganz vergleichen, aber es ist extrem sauber. Der Rennraum in Villach ist einer der neuesten und zugleich modernsten. Ein Bereich, in dem die Digitalisierung besonders sichtbar wird. Also das ist dieses Transportsystem, das der Herr Lippert beschrieben hat. Wir nennen das Overhead-Transportsystem. Mit diesem Overhead-Transportsystem bringen wir die Ware, das Produkt, direkt zu den Anlagen, fahren es dann runter und die Anlage wird dann automatisch von diesem System beladen und kann dann den Prozess, den eigentlichen Prozessschritt, der in dem Fall ein Implantationsschritt ist, starten. 13 bis 15 Milliarden Chips werden hier produziert und in alle Welt ausgeliefert, nehme ich an. Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. In meinem Handy ist wahrscheinlich auch ein Infineon-Chip drin, kann das sein? Ja, also man kann davon ausgehen, in sehr vielen Handys findet man Chips von Infineon. Auch speziell im Bereich der Mikrofone. Wir sehen auch sehr stark im Bereich der Silizium-Mikrofonfertigung. Und wenn man so ein modernes Gerät anschaut, dann hat man in der Regel 3 bis 4 Mikrofone in einem Gerät. Und natürlich, je nach Hersteller, ist die Chance sehr groß, dass auch Infineon-Mikrofone in Ihrem Handy drinnen sind. Jetzt sehen wir hier eigentlich außer uns selbst keine Menschen mehr. Wo arbeiten Sie? Die Leute, die das alles ermöglichen, dass hier der Betrieb sozusagen vollautomatisch hier abgewickelt wird, die sehen wir in der Regel draußen an den Büros, an den Schreibtischen der Ingenieure, die sehen wir in der IT, die ganze Softwarelandschaft, die Applikationen, die das erst ermöglichen, betreuen, betreiben und erstellen. Und hier sozusagen werden wir Leute finden, die das ganze System auch mechanisch warten, also Wartungsbegriffe machen, auf Störungen reagieren. Die werden wir auch in Zukunft hier im Rheinland weiter treffen. Was muss man können, wenn man bei Infineon hier arbeiten will? Was muss man studiert haben? Ja, es gibt natürlich verschiedene Einsatzgebiete. Vielleicht, was natürlich sehr gefragt ist bei Infineon, sind Physiker, Chemiker, Mathematiker, all diese klassischen naturwissenschaftlichen Studienrichtungen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir mit dieser Entwicklung Richtung Industrie 4.0 auch unsere Leute entsprechend höher qualifizieren, damit sie in diesen Bereichen dann eingesetzt werden können. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen von den Chips, die Sie vielleicht in Ihrem Auto haben oder in Ihrem Mobilephone haben, hier aus Villach bei Infineon. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Steiner. Vielen herzlichen Dank, Herr Lippe, dass Sie uns hier durch die Halle geführt haben. Und auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Zusehen.